Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, die zappende Oma, da haben Sie haben sicher auch noch Redezeit. Ich weiß nicht. Also Herr Koplin, zunächst mal, ich muss sagen, ich fand Ihren Beitrag irgendwie ein bisschen enttäuschend. Also es war ungerechtfertigt und auch kleinlich, so nach dem Motto, also irgendwie, Herr Lehrer, ich weiß auch was zum Thema Telemedizin. Also Sie wissen auch genau, worum es geht. Wenn Sie zum Beispiel sagen, es geht darum, also mit einem Beirat aus Wissenschaftlern, aus Experten, aus Kostenträgern, sagen wir, geeignete Maßnahmen zu erarbeiten. Ja, dann stellen wir uns doch nicht hier hin und sagen also dem Gremium ganz genau, was die geeigneten Maßnahmen sind. Das ist doch widersinnig. Also das ist nicht unser Ansatz, den Leuten, die im Grunde dort knietief in der Materie stehen und auch, sagen wir, die Applikationen entwickeln, die Versorgungskonzepte entwickeln, dann im Rahmen eines, also ich weiß ganz genau Bescheid, Antrages vorzugeben, was die geeigneten Maßnahmen sind. So, und deshalb ist der Antrag selbstverständlich ein Stück weit offen formuliert, aber die Zielrichtung, sagen wir, wird klar. Einen solchen, sagen wir mal, qualitativen Prozess, einen integrativen Prozess wieder in Gang zu setzen. So, und Frau Gajek, ich weiß ja nicht, was Ihnen sonst noch alles in den zahlreichen Broschüren begegnet ist, aber mit der Unterstellung, dass also beispielsweise im letzten IT-Beirat kein IT-Beirat, sage ich schon, Telemedizin-Beirat kein IT-Experte vorhanden war. Das sollten Sie also insbesondere die IT-Experten nur zum Beispiel von der Fachhochschule in Stralsund, die für IT-Anwendungen sogar ausgezeichnet wurden, bitte nicht hören lassen. Das käme, sagen wir mal, als Bumerang zurück, wenn man dann sagt, also da sitzt kein IT-Sachverstand am Tisch. Das ist also Käse. Und ich muss sagen, also jetzt, sagen wir mal, die Oma, vielleicht kommen wir doch noch mal ein ganz bisschen auf Sie zu sprechen. Also die Unterstellung, dass man die Unterstellung, dass die Regierungskoalition oder dass die Landesregierung, sagen wir mal, mit der Befassung mit dem wichtigen Thema der Telemedizin den Versuch unternimmt, sagen wir mal, allgemeine medizinische und pflegerische Versorgungsfragen, sagen wir mal, wegzuzappen, das ist allerhand. Also das ist wirklich, sagen wir mal, infam. Und ich bin auch der Meinung, das sieht Ihnen, Frau Gajek, auch gar nicht ähnlich. Also wer hat Ihnen das aufgeschrieben? Sie sitzen doch in allen Runden, sagen wir mal, im Sozialausschuss, in der Enquetekommission, überall, sagen wir mal, mit am Tisch. Und Sie haben einen sehr guten Überblick darüber, also auch als Obfrau, sagen wir, der Grünen-Fraktion beispielsweise in der Enquetekommission, mit was für einer Ernsthaftigkeit wir da um entsprechende Ansätze ringen. Und da ist und bleibt Telemedizin ein Mosaikstein. Und dass wir jetzt darüber reden, wie man den also möglichst gut rausarbeiten kann, das Recht nehmen wir uns. So, und Frau Gajek, Herr Koplin, selbstverständlich, sagen wir, hat so ein Beirat eine sehr umfassende Agenda. Da sind wir uns völlig einig. Da geht es also unter der Überschrift, sagen wir, Regelversorgung. Das ist jetzt im Grunde das Stichwort auch der Zeit. Es gibt unwahrscheinlich viele Projekte, Minister Glaver hat es angesprochen, ich bin auch noch mal drauf eingegangen. Es gibt also unwahrscheinlich viele Projekte, die teilweise auch schon wirklich, sagen wir mal, jetzt langfristig erprobt sind, wo es darum geht, die also in die Regelversorgung zu überführen. Ob das jetzt einmal beim Monitoring ist, ob das einmal eine Akutversorgung ist, oder beispielsweise also auch in einer Doc-to-Doc-Situation telemedizinische Konsiliarplätze in kleineren Krankenhäusern, der Kontakt zu den Arztpraxen und so weiter und so fort. Da wird auch das Thema Breitband selbstverständlich, sagen wir mal, eine Rolle spielen. Da ist also auch auf Bundesebene in meinen Augen dieser lähmende Streit, einmal auch im Bundesausschuss über die Nutzenbewertung sehr kritisch zu sehen. Ich halte nichts davon, sich daran jetzt zu verbeißen, den empirischen Nutzen für jede einzelne telematische Anwendung, sag mal, nachzuweisen. Das ist so, als wenn ich, sag mal, bei einem Telefonat zwischen einem Patienten und einem Arzt eine empirische Nutzenbewertung für die Funktionsweise des Telefons anstelle. So, und wenn das also die Strategie ist, einiger Leute die Überführung von telemedizinischen Anwendungen in die Regelversorgung zu behindern, dann sehen wir das äußerst kritisch. Und da müssen wir auch, sagen wir mal, als Landesregierung, da sehe ich aber auch ein erforderliches Zusammenspiel, ja, zwischen Minister Glawe
und Ministerin Hesse. Da muss man auf Bundesebene das entsprechend auch aufrufen. Das ist super deutlich geworden. Also das ist sowas von glasklar, dass das, also entschuldigen Sie mal, Frau Gajek, wir sind doch jetzt nicht hier im, also irgendwo in so einer Quasselbude, sondern wir sind im Landtag von Mecklenburg-Vorpommern und ich gehe davon aus, dass wenn wir hier als Fachpolitikerinnen und Fachpolitiker mit den zuständigen Fachministerinnen und Fachministern sprechen, dass sie also hier am Rednerpult befindlichen, mit der Materie einigermaßen vertraut sind. Und die Punkte, die ich gerade aufgeführt habe, das sind also genau die Themen der aktuellen wissenschaftlichen Debatte. Und dementsprechend ist das für uns auch völlig klar, dass das die Themen sind, die in dem Telemedizinbeirat beackert werden. So, Herr Glawe, Minister Glawe, Verzeihung, lieber Kollege Schubert, ich muss sagen, also das waren ja sehr schöne Ausführungen. Mir waren Sie an der einen oder anderen Stelle, sagen wir mal, ein ganz bisschen doll. Ganz bisschen doll, weil also es ist ja so, wenn in der Tat alles jederzeit zum Allerbesten stünde, dann wären wir, glaube ich, als Bundesland, sagen wir mal, telemedizinisch nicht so ein bisschen ins Hintertreffen geraten, was, sagen wir mal, die bundesweite Performance angeht. Deshalb lassen wir mal sagen, und da sind wir, glaube ich, wirklich dicht beieinander, das ist ehrlich, es gibt unwahrscheinlich viele Projekte und Initiativen hier im Land, die innovativ sind, die gute Arbeit machen, das ist so. Und genau darauf zielt ja jetzt auch der Antrag ab, und deshalb freue ich mich auch darüber, dass wir den gemeinsam beschließen. Jetzt ist es, sagen wir mal, wieder mal sinnvoll, diese Initiativen wie in der Vergangenheit auch zusammenzubringen, um das ein bisschen systematischer anzupacken. Also die Voraussetzungen für, sagen wir mal, einen sinnvollen Einsatz von Telemedizin in der Praxis zu definieren, daran kommen wir nicht vorbei. Das wird kommen, wenn man sagt, man will das auch am Ende mit den Kostenträgern in die Regelversorgung implementieren. Dann sind, sagen wir mal, innovative Ansätze wichtig, da muss man Forschung unterstützen ohne Ende. Am Ende geht es aber auch um systematische, sagen wir mal, Voraussetzungen, Leistungsfähigkeit, sagen wir mal, Netzwerke, die da entsprechend dann auch natürlich nur sinnvoll arbeiten können, wenn sie auch ein Forum haben, wo sie produktiv zusammenarbeiten können, damit es eben nicht bei diesem Status der Insellösung verbleibt. Und klar, am Ende muss auch irgendwie ein bisschen was wahrscheinlich noch gefördert werden. Sie haben jetzt gesagt, das also ganze Thema Telemedizinbeirat könnte man bei Biocon Valley ansiedeln. Sie haben also leicht missverständlich gesagt, dann hätte man also sozusagen alle Probleme unter einem Dach. Ich muss tatsächlich sagen, mir ist das im Prinzip relativ gleichgültig, wo genau dieser Telemedizinbeirat angesiedelt wird. Hauptsache ist, dass er gut aufgestellt ist. Da glaube ich auch, dass Sie als Wirtschaftsminister sich natürlich, sagen wir, alle Hinweise auch die sich möglicherweise in der Zwischenzeit ergeben haben, sich zu Gemüte führen und dafür eine gute Zusammensetzung sorgen. Und dann ist das wichtig, dass er sich regelmäßig trifft und dass er seine Arbeit macht. Und zwar mit der Zielstellung, die beiden wichtigen Pole zusammenzubringen. Dass man einerseits den Menschen, sagen wir mal, ganz genau zuhört, die sich über Versorgungskonzepte Gedanken machen, also die wirklich eher, sagen wir mal, aus dem medizinisch-pflegerischen Bereich kommen. Und dass man auf der anderen Seite, dass er auch ihr Steckenpferd, sag mal, die Leute zusammenbringt, die, sag mal, die informationstechnologischen, die technischen Aspekte machen. So, nur wenn diese beiden, also Versorgung und technologische Umsetzung zusammenkommen, wird ein Schuh draus, wird eine Perspektive draus, weil die Versorgung, sag mal, ohne die Techniker ist Mist. Und die reinen Techniker, die irgendeine geniale Idee haben, aber kein breit einsetzt. Ist ja ein bisschen. So, also nochmal den Gedanken, der ist wichtig, deshalb, Sie haben jetzt die ganze Zeit selber erzählt, ich wiederhole den jetzt nochmal, damit Sie Gelegenheit haben, auch zuzuhören. Am Ende ist es wichtig, dass sich in einem solchen Beirat die Menschen, die im medizinisch-pflegerischen Bereich die Versorgung denken, wertschätzen, Frau Gajek, das gilt auch für Sie, dass Sie sich also auch mit den Leuten dort wertschätzend und konstruktiv begegnen, die die technischen und informationstechnologischen Grundlagen bereitstellen. Und wenn diese beiden Seiten sich in einem solchen Beirat begegnen, dann ist es egal, wo der angesiedelt ist, dann kann der eine gute Arbeit machen und das wird am Ende
den Patientinnen und Patienten in unserem Bundesland nützen. Und das wird am Ende auch sich positiv auf die Wertschöpfung und auf die Beschäftigung auswirken. Und ganz in diesem Sinne, das habe ich eingangs schon gesagt, verstehen wir unseren Antrag. Und ich danke für die Aufmerksamkeit und bitte um Zustimmung. Herzlichen Dank.